Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute mit mir, dem Icy, und wie ihr seht, haben wir heute Ensk vor uns. Und wir werden uns heute dort einen Medium angucken, ein Progetto 46, um genau zu sein. Und ich will euch jetzt vor dem Replay erstmal zeigen, was ihr auf dieser Karte machen könnt in Standardgefechten, um möglichst effektiv fürs Team zu sein und auch um viel Schaden mit rauszunehmen. Und da zeige ich euch jetzt zwei Möglichkeiten, wie auch ich sie persönlich spielen würde, und was ich für sehr sinnvoll halte. Die erste Möglichkeit, die ihr habt, was ihr machen könnt, wenn ihr auf der Nordbasis, hier Basis 1, wo wir heute auch das Replay von angucken werden, was ihr machen könnt, ist mit eurem Medium hier lang, hier reinzufahren, wahlweise auch hier in diese Schaufenster. Das heißt, diese beiden und diese beiden sind offen. Das heißt, dort guckt euer oder kann euer Turm drüber gucken. Und somit könnt ihr dort schießen. Das heißt, ihr könnt da auf Gegner, die ja vermutlich normalerweise hier entlang in die Stadt fahren, beziehungsweise wenn ihr manchmal Glück habt, auch hier entlang in die Stadt fahren oder auch einfach hier in die Gasse reinfahren. Beziehungsweise allgemein, wenn die Gegner hier lang fahren, könnt ihr dort von hier, von dieser Position oder auch von dieser Position in diese Gasse hier reinschießen, beziehungsweise in diese Gasse reinschießen und schon mal Schaden machen. Ja, gerade hier bei der Überfahrt oder wenn ihr auch hier einfach wenn ihr hier einfach reinschießen könnt, beziehungsweise hier vorne ein Scout durchfährt. Dann gehen diese Panzer hier meistens schon mal auf und ihr könnt dort schon mal Schaden machen. Das funktioniert immer ganz gut. Ihr müsst lediglich aufpassen, gerade mit Medium-Panzern, die einen leichter gepanzerten Turm haben, gerade wie der Progetto 46. Seid ihr natürlich auch, sobald ein Gegner einzielt bzw. stehen bleibt und hier rein zielt, schießt, wie auch immer, seid ihr dort natürlich ein leichtes Ziel bzw. verwundbar. Ja. Das geht jetzt mit Panzern wie zum Beispiel russischen Panzern oder ähnlichen, die einen stärkeren Turm haben, geht es natürlich besser. Aber ihr könnt dort locker Schaden machen, beziehungsweise auch schon was für euer Team spotten. Die zweite Möglichkeit, die ihr auf dieser Karte habt mit Mediums, ist auf die 8er, 9er beziehungsweise 7er, 8er, 9er Linie zu fahren. Und zwar fahre ich immer ganz gern hier an diese Position, beziehungsweise hierhin. Was ich euch noch mit auf den Weg geben will, ist, wenn ihr hier rüber fahrt, dann passt da wirklich auf. Grundsätzlich mit einem Heavy, es sei denn, ihr steht gut, mit einem langsamen Heavy würde ich es nicht empfehlen, rüber zu fahren, auch wenn es möglich wäre. Aber ihr müsst halt beim Crossen der Schienen aufpassen, weil der Gegner natürlich von hier drüben auch hier reinschießen kann, beziehungsweise durch die Schienen feuern kann. Und wenn ihr dann nur noch mit halbem Leben oder so ankommt, ist das natürlich nicht ganz so effektiv. Gut, wenn ihr das aber gemacht habt und dann hier rüber fahrt, beziehungsweise dann hier angekommen seid, könnt ihr hier wunderbar hier oben in die Büsche reinschießen. Müsst lediglich aufpassen, weil es gibt so Holzbarrieren, nenne ich es, oder so Betonbarrieren sind es, die sich hier befinden, hier in dem Bereich. Ich zeichne das einfach mal so ein. Da kann es passieren, dass euch das Zielen ein wenig schwerer fällt. Aber im Allgemeinen, sag ich mal so, solltet ihr es trotzdem schaffen. Wenn nicht, macht ihr es eben mit einem Schuss weg. Aber es ist möglich, dann trotzdem schön hier hochzuschießen. Ja. Gut. Was ihr auch machen könnt, gerade wenn ihr jetzt vorpushen wollt, oder ihr seht, der Gegner ist vielleicht auch sogar in der Unterzahl und hier oben, das ist geklärt. Also das hier oben muss frei sein, damit ihr hier vorfahren könnt. Ist natürlich dann bis hier vorzufahren. Ich zeichne das jetzt mal gestrichelt ein. Das heißt, ihr könnt hier vorfahren und könnt euch dann zum einen hier hinstellen oder hier an das Haus. Diese Position hier sind unzerstörbare Rohre, wo ihr euch hinter Deckung suchen könnt. Und dann gegebenenfalls sollte hier hinten noch was aufgehen, beziehungsweise auch hier was reinstehen, oder sollte hier noch was stehen, könnt ihr dort reinschießen. Und natürlich dieses Haus hier, ganz klar, Deckung für euch, könnt ihr in Ruhe nachladen und dann hier weiterfahren bzw. reinschießen. Was ich nicht empfehlen würde oder beziehungsweise was ich nur empfehlen würde, wenn ihr einen guten Tarnwert habt, beziehungsweise Spielerfahrener seid,
ist hier oben reinzufahren. Einfach aus dem Grund gerade, dass es eine sehr kleine Map ist und hier fährt ein Light durch von den Gegnern, geht ihr hier schnell auch mal sehr schnell auf und der Gegner kann, wenn er hier steht oder hier steht, sehr schnell euch dort zerstören. Deshalb würde ich euch wirklich empfehlen, hier unten reinzufahren. Ja, das war es eigentlich schon grundsätzlich zu der Map, sozusagen auf der Medium-Seite oder allgemein, was ihr mit Mediums machen könnt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter, gehen jetzt mehr ins Praktische, schließen die Theorie hier ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, wir sind noch nicht beim Replay selber angekommen. Das liegt einfach daran, da ich euch kurz noch den Progetto 46 näher bringen will. Einfach aus dem Grund, da er zurzeit absolut in der Meta vertreten ist und man den in jedem Gefecht sieht und auch in jedem Scharmützel und manche gar nicht wissen, was das Besondere eigentlich daran ist. Und zwar, was macht diesen Panzer eigentlich aus? Und eigentlich ist es die Kanone. Und er ist ausgestattet mit einem Magazin-Ladeautomat. Und der unterscheidet sich jetzt von herkömmlichen Autoloadern oder auch von zum Beispiel Doppelschusspanzern oder ähnlichem. Und zwar, wie funktioniert dieser Panzer? Ihr habt hier einen Schaden von 240 Damage pro Schuss. Das ist noch nicht gar nicht mal so das Besondere. Und zwar ist dieser Panzer so konzipiert, dass ihr drei Schuss habt und auch wenn ihr einen Schuss geschossen habt, oder auch wenn ihr zwei Schuss geschossen habt und ihr entscheidet euch nicht weiter fort oder den dritten nicht rauszuschießen, müsst ihr nicht mal auf Nachladen drücken, denn der Panzer lädt selber wieder nach. Und das ist anders als zum Beispiel jetzt zu Magazinpanzern, wie zum Beispiel bei einer Burrasque, bei einem Lorraine 40 Tonnen, auch Stufe 8 Medium Panzer, wo ihr manuell praktisch selber nachladen drücken müsst und dann aber das ganze Magazin nachgeladen wird und ihr in der Zeit nicht wirken könnt. Das ist hier anders. Das heißt, selbst wenn dieser Panzer hier nachlädt, könnt ihr trotzdem noch, wenn ihr einen Schuss noch euch aufgehoben habt, könnt ihr trotzdem schießen. Ja, das resettet zwar den Reload, aber ihr habt trotzdem einen Schuss, den ihr anbringen könnt. Als Beispiel. Das nächste ist, dass die Schüsse unterschiedlich lang nachladen. Und das ist das Besondere, wo sich hier auch manche 1 gegen 1 oder manche Feuerkämpfe entscheiden. Das bedeutet, der letzte Schuss sozusagen, also praktisch, wenn ihr drei Schuss im Magazin habt, das ist das Maximale, was ein Magazin füllt oder mit was ihr das Magazin befüllen könnt. Der letzte Schuss lädt 6,6 Sekunden nach. Der nächste dann 7,4 und der letzte sozusagen 9,9 Sekunden. Das heißt, wenn ihr jetzt immer den letzten Schuss nur schießt, also den mit 6,6 Sekunden, mit dem kürzesten Reload, das heißt, ihr habt 2 im Magazin, beziehungsweise ihr habt 3 im Magazin und schießt den letzten raus. Dann ist es euch möglicher, den höchsten DPM zu kriegen, die kürzeste Reload-Zeit und könnt somit dann auch den meisten Schaden hiermit verursachen oder auch als Sieger aus einem Feuerkampf rausgehen. Das heißt, das ist effektiver als jetzt ein ganzes Magazin direkt rauszuschießen. Weil, wie gesagt, ihr habt einen kürzeren Reload und ihr seht selber, wenn ihr alle drei Schüsse rausschießen würdet, der erste 9,9 Sekunden Reload, der zweite 7,4. Und der letzte dann 6,6, das heißt, ihr braucht ja schon mal deutlich länger. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen den Progetto 46 selber spielt und ihr habt beide gleich viel HP, im 1 gegen 1 zum Beispiel, schießt wirklich den letzten Schuss immer nur, also den dritten Schuss, der mit dem kürzesten Reload, so lange, bis der Gegner nur noch, sagen wir, 600 HP hat. Dann ladet ihr drei Schuss praktisch, ladet den dritten Schuss wieder rein und dann könnt ihr ihn auch locker raus klippen sozusagen, weil ihr habt 720 Schaden, Magazinpotenzial und dann solltet ihr dort als Sieger hervorgehen. Gut, genug Theorie dazu. Ich würde sagen, jetzt steigen wir wirklich ins Replay ein und wir gucken einfach mal, was Sheriff McKitty hier so auf Ensk, wie er uns da sein Progetto 46 präsentiert. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, Sheriff McKitty hier auf Ensk, wie gerade schon erwähnt, mit dem Progetto 46 hier unterwegs und wir schauen einfach mal, was er hier so macht. Vorweg,
eigentlich ist in dem Gefecht, in diesem kurzen, prägnanten Gefecht, alles Wichtige dabei, was es zu dem Panzer, zum Scharmützel und auch so allgemein Taktisches gibt, dass er uns hier sehr gut präsentiert. Zumindest für mal, muss ich das so erwähnen, einfach mal so, so wie es sein soll, so wie man sich selber auch vorstellt. Das Ganze von dem Spieler hier im 8er Gefecht oder allgemein auch als Mitspieler. Er entscheidet sich jetzt hier auf die bisschen riskantere Variante sozusagen einzugehen, als auf die Schießscharten jetzt hier. Dadurch ist es vielleicht nicht ganz so leicht, auch jemand aufzuklären, gerade hinten, wenn die Betonpfeiler oder die Betonmauer noch steht. Aber er hat jetzt hier einen T-34 vor sich, den er leider nicht mehr trifft. War wahrscheinlich schon ums Haus rum oder zu weit rausgezoomt, das weiß ich nicht, das hat man jetzt nicht genau gesehen. Ist aber auch gar kein Problem. Er entscheidet sich jetzt hier auf die 8er, 9er Linie rüber zu fahren. Sieht ja auch schon, dass die Su und der Skoda da Gegner aufgeklärt haben. Kann jetzt hier reinschießen. Ohne weitere Probleme. Die Batsch hat breit sogar noch ab. Hat hier 3 Schuss schon angebracht und somit ein ganz guter Start. Für ihn. Ja, Panther trifft ihn hier leider noch. Das ist aber nicht so das Problem jetzt hier. Ja, muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Die Artie schießt auch schon rein. Aber so jetzt hier, wie er steht, ist alles gut, alles entspannt sozusagen. Er kann hier in Ruhe seine Schüsse nachladen. Zerschießt jetzt hier als erstes die Betonmauer. Keine schlechte Idee, kann er besser zielen, lässt sich leichter zielen. Gerade auf die Gegner dort oben. Schafft es hier einen Pixel-Shot sozusagen zu penetrieren. Auf den Panther, auch auf die Batschat jetzt noch. 2 sehr schöne Schüsse. Ohne dass er selber auch aufgeht. Das ist ja auch wichtig. Genau, hier schafft er es jetzt noch den Panther rauszunehmen. Sehr gut, sozusagen schon mal ein Medium weniger auf der Flanke, die eh schon vom Gegner recht wenig besetzt ist, oder auch eigentlich von beiden Seiten recht wenig besetzt ist. Genau. Ihr seht, der ELC Even oben fährt auf die Batschat, schafft die Batschat dort locker rauszupushen. Die Flanke jetzt vom Gegner unterbesetzt, beziehungsweise in Unterzahl. Er kommuniziert jetzt hier mit seinem Skoda in seinem Team, dass sie vorpushen wollen. Und ihr seht hier, er macht es einwandfrei, so wie es sein soll. Er nutzt hier dieses Fabrikgebäude hier als Tarnung und auch als Deckung. Und auch noch hier diese beiden Kupferrohrberge. Als Deckung, dass der UDIS nicht wirken kann. Alles richtig gemacht, keine Schüsse kassiert sozusagen. Und er hilft jetzt hier seinem Skoda auf dem Progetto, fahren gemeinsam drauf, kriegt jetzt hier leider keinen Schuss mehr drauf. Was aber nicht das Problem ist. Fährt jetzt hier mit seinem Pantera mit, der im Prinzip genauso funktioniert wie im Progetto, halt bloß der Tech Tree Panzer. Entscheidet sich hier ihn nicht zu rammen, hat ja noch einen Schuss drin, alles gut somit. Und jetzt geht hier die Artie auf, die auch den Schuss glücklicherweise daneben schießt. Genau. Er schießt hier nicht mehr auf die Artie. Die Silhouette, wenn sie nicht mehr rot ist, hat 2 Gründe. Entweder der Panzer ist tot oder natürlich er steht hinter irgendeinem Haus dahinter. So wie es jetzt hier in dem Fall auch war. Das Haus hat er nicht genug Durchschlag. Ansonsten hätte er die Artie auch noch gekriegt. Gut, ihr seht es jetzt hier, in der Stadt ist noch genug los, er muss jetzt hier aufpassen, dass er sich da nicht zu viel Schüsse jetzt fängt, aber ihr seht auch hier, T29, 500 Leben, ist für ihn locker möglich. Genau, schafft es jetzt hier auch wunderbar, mit 2 Schuss sogar, 2 High Rolls, ihn da rauszuklicken. Kann jetzt hier weiter sein Team in der Stadt mit unterstützen. Ihr seht es jetzt hier, der E75 fährt auf das Skoda drauf. Hilft ihm da natürlich sofort, schön ins Heck geschossen. Der Schuss war ein bisschen unglücklich gewählt von ihm, dass er ihm da in die Kette schießt, wenn er gerade hinter ihm steht. Somit keine Penetration. Genau. Und hat jetzt hier noch Renegade und Progetto. Das hier war jetzt sehr wichtiger Schuss, was man sich auch im Scharmützel und so und eigentlich auch im Zufallsgefecht vorstellt. Er schießt auf den Panzer mit weniger Leben. So soll es sein. Genau, und summa summarum nimmt er hier noch E75 raus, hat hier 5 Kills. Eine kurze, knackige Runde, so wie man sich's vorstellt eigentlich von dem Mitspieler. Ich kann nicht meckern sozusagen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal in der Auswertung. Ja, und da sind wir auch schon wieder hier in der Auswertung nach dieser kurzen und knackigen Runde von Sheriff McKitty.
Und wie ihr seht, hat er hier 3200 Schaden ungefähr gemacht. Hat 5 Kills hier abgestaubt sozusagen. Abgestaubt nicht, hat er alle schön rausgenommen, die Gegner. Outplayed sozusagen, hat hier 200 Schaden selber noch gespottet und oder ermöglicht und zwei Gegner noch aufgeklärt. Kriegt hier eine zweite Klasse für das Gefecht und noch andere Auszeichnungen wie den Schläger, den Duellanten, den Krieger den Kämpfer für 5 Kills und das Wirkungsfeuer. Und geht ja auch schon jetzt hier, wie ihr seht, 238.000 Credits gab es hier. Steht ja auch ganz oben im Gefecht. Bei allen Parametern, ja, im Schaden, mit den Kills, auch mit der Erfahrung und sogar mit den Medaillen. Und wie ihr seht, hier 19 Mal geschossen, 16 Mal getroffen und 15 Durchschläge. Ist eine gute Quote, ne? Hätte besser fast nicht sein können. Ja, und alles auch in der Nahdistanz gemacht. Wunderbar sozusagen. Und kriegt hier eine ganze Menge auch noch Credits für das Gefecht, für persönliche Reserven, für Gefechtszahlungen. Und natürlich auch ja, für persönliche Missionen, die er gemacht hat. Und kommt hier summa summarum auf 225.000 plus, die er hier netto mit rausnimmt. Eine sehr gute Runde. Für 4 Minuten 200.000 plus ist absolut in Ordnung. Wie er sagen würde, für ihn absolut okay. Genau, wenn euch das Replay gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Panzerwünsche habt oder Videowünsche oder auch Verbesserungsvorschläge, Kritik, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur eins zu sagen: Macht's gut, bleibt schön gesund und wir hören uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.